Eine letzte Frage, was ist Tanz? Was ist Tanz? Ja, ich vielleicht, das kann ich nicht gut sagen, aber vielleicht fällt mir was dazu ein, ja. Ich habe mal, ich war mal in Griechenland mit einer griechischen Freundin, haben wir Zigeuner besucht. Und es war so schön, das war so unglaublich, wie wir da aufgenommen wurden. Und irgendwann wurde getanzt und ich war natürlich sowas von ängstlich und schüchtern und schämte mich, weil die alle so unglaublich wunderbar tanzten, ja. Und ich so viel Hemmung und so viel Knubbel im Kopf, nicht? Also ich konnte gar nicht so eine Spontanität entwickeln, so. Aber die wollten natürlich, also dass man musste tanzen, das ging gar nicht, also ich musste halt auch tanzen. Und da war so ein kleines Mädchen, die war so 11, und die sagte dann, also meine griechische Freundin hat mir das dann immer gesagt, dance, dance, otherwise we are lost. Das finde ich unglaublich, ne? Sonst sind wir verloren. Tanz, tanz, tanz. Auffällig, dass in Pina Bauschs jüngstem Stück Trauerspiel wieder der Tanz dominiert. Der Tanz, für Pina Bausch einzig möglicher Ausdruck angesichts der eigenen Verzweiflung über eine von Kriegen und ökologischen Katastrophen zerstörte Welt. Tanz als Ausdruck, wenn die Sprache versagt. Metà c'è la cavanna, brava, pura di.